Ja, ich löse bei JugendHackt total gerne Probleme, die ich ohne JugendHackt überhaupt nicht hätte. Und was man hier auf vielen Rechnern beobachten kann, ist... Ah, Kabel, cool. Faszinierend. Ja, dieses Phänomen ist viel vertreten bei JugendHackt. Viele Sticker übereinander. Und es ist natürlich auch schade um diese ganzen Sticker, die dabei verloren gehen. Genau, und trotzdem kommen immer neue Sticker dazu. Tja, dieses Problem wollten wir lösen und da haben wir uns eine Lösung einfallen lassen, womit wir auf jedem Laptop mehr Platz für Sticker schaffen können, als Jasper auf seinem Mainboard zur Verfügung hat. Also, wir wollten eine Sticker-Rollwerbetafel machen, wo doppelt so viel Stickerfläche ist, da die sich dreht. Und ja, also Hardware haben wir Getriebemotoren benutzt, USB-Stecker, Zahnräder, Walzen und eine Papierbahn. Ja, da mussten wir uns irgendwie überlegen, wie können wir denn diesen schönen Getriebemotor hier mit Strom versorgen. Da bietet sich natürlich an, den USB-Port vom Laptop gleich zu verwenden. Das Problem ist, der Motor, der braucht weniger Spannung, als der Laptop zur Verfügung stellt. Also haben wir uns diese Schaltung dort einfallen lassen, um die Spannung zu wandeln. Dann ging aber erstmal gar nichts mehr. Also haben wir die Schaltung jetzt einfach weggelassen und den Motor mit ein bisschen mehr Spannung betrieben. Dreht sich trotzdem, ist noch nicht in Flammen aufgegangen, also scheint zu funktionieren. Wir haben also auch und die Lötkolben und auch die Lasercutter hier benutzt, die hier im EBK zur Verfügung stehen und damit zum Beispiel die Zahnräder hier für das Übersetzungsverhältnis vom Motor schneiden lassen. Genau. Damit waren wir dann irgendwann 23:30 fertig gestern und dann habe ich bis früh um 5 noch das ganze Zeug in der Jugendherberge zusammengeklebt. Ja, dann können wir das auch einmal kurz vorführen. Jetzt drehen sich nämlich diese Walzen und man sieht, dass immer wieder neue Sticker kommen und jetzt kann man doppelt so viel Sticker beobachten, wie Fläche auf dem Laptop zur Verfügung ist. Ja, vielleicht können wir das auch irgendwie auf der Leinwand haben, weil man das von hinten sonst schlecht sieht. Ah, ja, faszinierend. Genau, das ist auf jeden Fall wunderschön. Wir haben dann auch noch eine ganz tolle andere Funktion festgestellt, dass man den Laptop fahren lassen kann. Wenn man das... Ja. Damit möchte ich mich auch für dieses tolle Event bedanken und für unsere tollen Mentoren hier. Ja, auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.